Schicksale, die bewegen, in Zeiten, die erschüttern. Die Schüsse um uns herum und die Bomben und wir mit den Kindern mitten in der Nacht auf der Straße. Nach 10 Tagen Flucht ist Olena mit ihren 3 Kindern endlich in Sicherheit. Auch Katja und Mervan sind vor Krieg geflohen, 2017 aus Syrien. Schönes Gefühl, hier zu stehen. Glauben Sie mir. Bei Das Thema, deinen YouTube-News aus Hessen, erzählen heute Kriegsflüchtlinge ihre Geschichte. Und wir gehen der Frage nach, wie können wir Geflüchteten helfen? Dazu sprechen wir mit der Psychologin Ann-Kathrin Bockmann. Die Geschwister Katja und Mervan hatten es nicht leicht. Gefühlt immer auf der Flucht, immer getrieben. 2017 kommen sie und ihre Mutter nach Deutschland. Nach einer 2-jährigen Flucht aus Damaskus in Syrien. Der Vater und Ehemann gilt als tot. Katja und Mervan besuchen die Schule in Wolfhagen, lernen Deutsch, schließen Freundschaften und haben beide schließlich einen Ausbildungsvertrag. Doch das hilft alles nichts. 2021 werden sie abgeschoben. Auf einmal klopft die Tür, ne? Haben wir aufgemacht und ja, auf einmal sind über 50 Polizisten, glaube ich. Und haben gesagt, ihr müsst leider dieses Land verlassen. Sie müssen nach Bulgarien, ins Erstaufnahmeland. Und das, obwohl die syrische Familie voll integriert ist und die Geschwister Ausbildungsplätze sicher hatten. Das wollen die Lehrer und Schüler der Walter-Lübcke-Schule in Wolfhagen nicht einfach so hinnehmen. Sie setzen sich ein, sammeln Spenden und schalten Anwälte ein. Doch ob das tatsächlich geholfen hat, dazu gleich mehr. Hilfe hat auch Olena bekommen. Hier in Kelkheim wurde sie von einer Familie aufgenommen. Die Flucht aus Kiew für sie und ihre Kinder eine traumatische Erfahrung. Wir haben auf den Koffern im Bahnhof geschlafen. Das war hart für die Kinder. Sie haben den Boden gesehen und wussten, da werden sie schlafen. Sie waren sehr müde von dem Ganzen, aber sie waren ganz ruhig. Sie wussten, wir fliehen irgendwohin. Aber hier waren keine Schüsse und Bomben zu hören. Und sie wussten, es würde okay sein. Nach 10 Tagen Flucht das Glück in Deutschland. Ein bisschen Alltag stellt sich zwar wieder ein, der Schock des Krieges lässt sie aber noch nicht los. Mein ganzes Leben wurde einfach ausgeschaltet. Und da kam einer und nahm uns alles weg. Wir haben nichts. Als wären wir auf eine Insel gekommen mit nichts. Und du musst mit 3 Kindern irgendwie überleben. Olena hofft, dass sie bald wieder nach Hause kann. Nach Hause, nach Kiew. Sich an Hoffnungen klammern, aus psychologischer Sicht kann das eine gute Strategie sein. Einmal diese Hoffnung zu haben, dass sich etwas schnell beruhigt und ich komme in die Heimat zurück, ist sicherlich was Beruhigendes und Positives. Auf der anderen Seite wissen wir es von vielen Flüchtlingen, dass es eigentlich nichts Schädlicheres gibt als eine permanente Unsicherheit zum Aufenthaltsstatus. Diese Unsicherheit kennen auch Katja und Mervan. Die Geschwister sind wieder zurück in Deutschland, zurück in Wolfhagen, ihrem Zuhause. Nach einem langen Bürokratiekampf haben sie endlich ihr Visum bekommen. 1 Jahr kämpfen, bangen, warten. Und jetzt das erste Wiedersehen mit Freunden. Emotionen pur an diesem Vormittag. Schön, dich zu sehen. Ich hab dich sehr vermisst. Das ist wie mein Bruder. Dass sie heute hier sind, haben sie ganz besonders ihnen zu verdanken. Schulsozialarbeiter Henning Riedel und Lehrer Stefan Zindel von der Walter-Lübcke-Schule in Wolfhagen. Sie haben für die Rückkehr von Katja und Mervan gekämpft. Das ist die Wahrheit. Ein schönes Gefühl, hier zu stehen. Wir hatten uns wirklich nicht vorgestellt, dass alles so schnell gehen wird und wir dann unsere Freunde wieder sehen. Die Geschwister Katja und Mervan Keder haben diesen Tag herbeigesehnt, aber nicht nur die beiden. Wenn man so intensiv mit den Kindern arbeitet, dann ist es so, dass man da definitiv in so einer Situation so Papa-Gefühle auch entwickelt und kämpft wie ein Löwe für die beiden. Und von daher ist es weit mehr als jetzt Lehrer-Schüler-Beziehung oder ehemalige Schülerbeziehung, sondern es ist eine echte Freundschaft geworden, schon fast Familie.
Ausschlaggebend für die zweijährige Visabewilligung die Ausbildungsplätze der Geschwister. Beides Berufe, in denen es Fachkräftemangel gibt. Jetzt sind diese Ausbildungsverträge im Nachhinein noch mal so wichtig geworden. Und dann hat auch die Ausländerbehörde im Nachhinein noch mal anerkannt, dass sie also jetzt zumindest für die Dauer der Ausbildung eben bleiben dürfen. Und noch ein Wunsch hat sich für die beiden erfüllt, die erste eigene Wohnung. Hier gibt es eine Menge einzuräumen, dank vieler Spenden. Das ist eigentlich voll nett, dass sie das uns geschenkt haben, weil viele Dinge hier sehen ganz neu aus. Und dann dachte ich mir so, warum schenkt man sowas? Aber dann haben die gesagt, ja, es sind einfach zu viel und ihr bekommt das schon. Also, die wollten halt einfach helfen. Und vielen Dank dafür. Dankbar sind auch Olena und ihre Kinder für die Hilfe aus Kelkheim. Es war schwierig, hierher zu kommen, aber jetzt fühlt es sich so gut an. Viele Menschen helfen uns. Die Menschen, nicht die Regierung. Ich sehe all diese Menschen, die uns willkommen heißen. Es ist so eine Ironie, dass meine Großmutter einst von Kiew nach Leningrad wegen Hitler flüchten musste und jetzt flüchte ich mit meinen Kindern von Kiew nach Deutschland. Olena macht sich Gedanken um die Zukunft. Wir wissen nicht, wie lange wir noch hier sind. Ich brauche Arbeit. Die Kinder brauchen Schul- und Kindergartenplätze. Wenn das Ganze noch eine Woche dauert, großartig. Dann nehme ich meine Kinder und gehe wieder zurück. Aber der Krieg kann noch lange dauern. Noch sehr lange. Und manchmal sind die kleinen Dinge die effektivsten, um die schrecklichen Erinnerungen von Krieg und Terror zu verarbeiten. Das Heilsamste, sage ich mal, obwohl ich Psychotherapeutin bin, das Heilsamste ist der Alltag. Also das, was wir in Deutschland tun können, ist wirklich ein Willkommen ausstrahlen und einen sicheren Ort. Menschlich und äußerlich schaffen. Also dass Kinder und Erwachsene, die hier kommen, irgendwie einen Sinn haben. Dass sie nicht nur in Sicherheit sind, sondern auch irgendwas zu tun haben. Und dass es Struktur und Berechenbarkeit gibt. Ein bisschen mehr Struktur haben jetzt auch die beiden Geschwister. Sie sind immerhin wieder in Deutschland. Aber ihre Mutter hat kein Visum bekommen und muss in Bulgarien bleiben. Also wir sind halt immer 24 Stunden am Telefonieren. Auch beim Arbeit, wenn ich manchmal Pause habe, dann telefonieren wir. Und zu Hause ist das Telefon immer da. Kamera auf, FaceTime, ja. Und ihre Mutter wünscht sich nichts sehnlicher, als wieder bei ihren Kindern zu sein. Bis sie sich wiedersehen, wollen sie ihre Chance gut nutzen. Die Chance auf ein besseres Leben. Zu Hause. Hier in Deutschland.